mich sehr. Es ist der Jahresauftakt und das Jahr fängt gut an. Wir haben Absolventenfeiern der jungen Kolleginnen und Kollegen, sowohl in Göttingen als auch in Hannover. Viele junge Ärztinnen und Ärzte werden jetzt in den Beruf gehen, bekommen ihre Staatsexamensurkunden, sprechen vor allen Menschen noch einmal das Genfer Gelöbnis, also das, den Hippokratischen Eid, den wir Ärztinnen und Ärzte geschworen haben, und beginnen jetzt ihre Berufstätigkeit in der Patientenversorgung. Es sind viele junge, engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich viele Fachgebiete ausgesucht haben, die zum großen Teil schon die Doktorarbeit fertig haben. Und es ist einfach ein schöner Tag, die jungen Menschen auf diesem Weg auch dann mit in die Ärztekammer begleiten zu dürfen. Wir haben heute in Hannover und in Göttingen die neuen Mitglieder unserer Ärztekammer begrüßt und wir freuen uns außerordentlich, dass wir jetzt wieder so viele junge Mitglieder haben, die uns unterstützen werden. Gleichzeitig habe ich aber auch darauf hingewiesen, dass wir uns sehr freuen, wenn Sie sich aktiv an der Arbeit an der Kammer beteiligen, einfach um Ihr Berufsbild zu gestalten, aber auch um Ihre Berufsrealität, Ihre Berufswirklichkeit aktiv mitzugestalten. Die Forderung muss sein, wir brauchen genügend Ärztinnen und Ärzte auch in Zukunft, weil die Aufgaben werden mehr. Wir haben eine immer größere Zahl älter werdender Patientinnen und Patienten, die was versorgen müssen. Wir haben einen großen medizinischen Fortschritt. Wir haben ein Flächenland, in dem Hausarztpraxen jetzt schon kaum noch nachbesetzt werden können. Wir brauchen jeden dieser jungen Ärztinnen und Ärzte, die wir heute verabschiedet haben, auch dringend im Beruf. Ich freue mich, wenn die alle in die Praxis, in die Kliniken kommen. Und wir bräuchten eigentlich noch deutlich mehr. Deswegen fordere ich mindestens 2000 Medizinstudienplätze mehr in Deutschland noch. Denn wir brauchen unseren ärztlichen Nachwuchs. Meine Ärztegeneration geht in Ruhestand. Und wir brauchen jetzt Nachfolgerinnen und Nachfolger.